Yo, yeah, und willkommen bei der nächsten Runde PvP. Und jetzt mal mit einem ganz anderen Charakter, nämlich dem Kommandosoldat. Wir begrüßen eine Person, die einige Kilometer von uns entfernt wohnt, aber doch mitreden kann. Also, stell dich doch mal kurz vor, wie dein Charakter heißt und so weiter. So. Gut. Also die haben schon mal keine Heiler. Nee. Gut. Kennst du eigentlich diesen anderen Charakter, Erin Gur? Okay. Keine Ahnung. Gut. Okay. So, hier zwei Kompetenzverteile. Irgendwas stand da gerade in der vorderen Nachricht drin. Keine Ahnung. Hab's jetzt nicht durchgelesen. Ich hoffe, die Dinger werden auch gezählt, okay. Mal Ansage machen. Zusammenbleiben. Oh, Spieße Jedi-Hüter. Ist doch gut. Den gehen wir schon mal nicht. Puck. Ich hab's mal geschafft, dass ich bis zur Dingsabumszeit, bis danach ausgehalten habe. Also alle meine Leute waren gekillt. Okay. Und gleich. Ja, lange gedauert. Ich sag jetzt schon mal, ich muss mich an den Kommando wieder gewöhnen, ne? Habe den wirklich eine lange Zeit nicht gespielt. Hey, was? Kein guter Tag, ein Faulwurm zu sein. Ja, war nix. Die Runde ist vorbei. Sie geht an die Vorrunde. Okay, hast du eine Entdeckung gemacht, wer von denen am wenigsten Leben hat? Ich würde sagen, wir gehen auf Maimio. Ich dachte. Maimio. Okay. Habt ihr eure Teamkollegen letzte Runde enttäuscht? Dann macht es wieder gut. Neue Runde. Wo ist er denn? Wir schaffen das. Dieser Forschung ist Salki-Futter. Kommt rein, kommt rein. Kommt rein. Ja. Ich halte dich alle. Ein Faulwurm hat gerade ein Schuss uns zerlegt. Ein Faulwurm hat und jetzt halt mal einen Kopf. Boom. Wer ist ein guter dran. Faulwurm? Boom! Der nice! Das ist ja.
Diese Runde geht an die Faulenzahl. Eine Minute. Dann werden wir wahrscheinlich direkt hier. Okay, gut. Frau man es irgendwie riskiert für eine Minute. So. Nur noch eine Runde und es steht unentschieden. Wer wird gewinnen? Na denn. Ab in die nächste Round. Schön buffen. Vor allem Kommando Buff ist immer sehr gut, finde ich, weil man ja auch 5% mehr Leben hat und das ist manchmal ziemlich hilfreich. Ja. So, auf wen gehen wir zuerst? Oder lassen wir die kommen? Ich würde sagen, gehen wir. Warte hier. Hier vorne. Bin ich mag das PvP. Komm schon, den einen, komm schon. Komm schon, den kriegst du noch, den kriegst du noch. Komm schon. Ah, verdammt. Egal, würde ich mal sagen. Du kriegst die Medaille von mir. Naja. Okay, 8000 EP, hier ein bisschen was. Ja. Insgesamt mittig würde ich sagen, 140.000 Schaden, das ist am meisten. Darüber kann man sich doch als Damage Dealer freuen. Ja, ist mir ja. Oh. Spielst du DD eigentlich oder Tank? Ich habe jetzt eigentlich nicht so drauf geguckt. Okay. Eine Mischung. Ja, habe ich okay. Wirklich festgelegt. Am Anfang ist es ja eigentlich relativ egal, da soll man sich auch in Ruhe entscheiden können. Ab Level 30 würde ich sagen, sollte man sich dann entschieden haben. Die PvP-Quest könnte man eigentlich abgeben. Machen wir danach, würde ich sagen. Aber das war's dann fürs Video heute. Kommando musste mich noch etwas einspielen. Hab den wirklich ein paar Monate nicht gespielt. Und dann auch in der ersten Runde, die ich dann mit dem gespielt habe, hatte ich dann 12 Medaillen. Darüber war ich glücklich. Ich glaube 400.000 Schaden waren das. Das war richtig brutal. Dann winken wir nochmal aus Spaß. Aber ihr sollt das sehen können. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem weiteren Part. Und dann ciao und bis zum nächsten Part. Ciao. Kommentiert und abonniert. Ja. Ciao.